Gleich sehen wir die Mannschaften zum Warm-up auf dem Eis. Die Krefeld-Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings. Das ist das Heimspiel heute hier im Königpalast. Und bei mir noch der Pressesprecher der Pinguine Eishockey GmbH, André Stix. Nämlich schönen guten Nachmittag, darf man noch sagen. Abend ist noch nicht, ist noch hell draußen. Erstmal herzlich willkommen. Und ja, André, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, als wir über den Kids Day sprachen. Zwei Niederlagen zuletzt in Folge für die Pinguine. Relativ satt hier zu Hause. 3:7 gegen die Eisbären Berlin. 1:4 in Iserlohn verloren. Das war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Zunächst mal hallo zusammen und nein, es war mit Sicherheit nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Die Spiele waren aber insgesamt auch knapper, als eben die Ergebnisse nachher auf dem Tableau standen. In Iserlohn, da ist nichts richtig zusammengelaufen. Da haben wir im ersten Drittel vielleicht auch versäumt, die Tore zu machen. Im Drittel 2 und 3 lief dann nicht mehr viel zusammen und deswegen ging dieses Spiel dann auch nachher verdient in die Hände von Iserlohn. Eisbären, das war ähnlich. Wir haben hier wieder versucht, die Tore zu machen. Am Anfang gut gestartet, dann die Scheibe nicht über die Linie bekommen und am Ende gewinnt dann eben die Eisbären recht deutlich mit 7:3. Gucken wir heute wieder optimistisch auf das Spiel heute und da sind wir doch guter Dinge, dass wir da wieder 3 Punkte einfahren können. Und Herbert Vasiljevs ist wieder mit an Bord, hat ein tolles Comeback mit einem Tor direkt in Iserlohn. Es sollte das einzige sein an diesem Spieltag. Und heute kommt Schwenningen, da sagt man, ja, das ist ja gefundenes Fressen. Ne? 0:5 zuletzt verloren in Mannheim, davor 2:11 verloren in Ingolstadt. Aber das sind ja dann so Spiele, wo man sich auch gerne mal schwer tut dann. Natürlich, also wir dürfen den Gegner Schwenningen heute mit Sicherheit nicht unterschätzen. Er wird auch hochmotiviert hier antreten und versuchen, Punkte einzufahren und mitzunehmen. Aber nochmal zurück auf Herbert Vasiljevs, ja, da hat er zunächst mal ein tolles Comeback gegeben. Er hat ja nochmal, wie es nochmal so eine Geschichte schreibt, zunächst auf dem Eis gestanden beim ersten Shift und kassiert ein Tor und beim zweiten Shift hat er dann direkt den Ausgleich besorgt. Also das sind so die Geschichten, die eben der Eishockey schreibt und ja, hoffen wir darauf, dass sich die Reihe weiter findet. Wir dürfen die Erwartungshaltung da noch nicht zu hoch hängen. Das dauert ein paar Spiele, aber ich glaube, dann werden wir auch wieder da eine schlagkräftige Truppe zusammen haben. David Fischer auch wieder mit dabei, Kyle Sonnenburg trainiert auch wieder mit, Mark Vokes ist heute leider verletzt, wird also heute auf der Tribüne Platz nehmen und die Pinguine machen ja trotzdem auch sportlich Furore. Ne? Ich habe dieses tolle Video gesehen mit dem Kabinettstückchen unseres Zirkus Krone, Adam Kutschain mit einem Stockpass auf Kevin Clark und das geht im Moment sprichwörtlich um die Welt. Ja, also das ist sensationell, da haben wir, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen. Insgesamt 150.000 Zugriffe, die dieses Video, das Dembach Media Works nochmal zusammengeschnitten hat, das ist schon sensationell. Tolle Szene, der Adam schnippt den Schläger dem Kevin in die Hand, das war bei dem Heimspiel gegen die Adler Mannheim und super Szene und das kommt auch nicht jeden Tag vor und deswegen geht es jetzt gerade so richtig sprichwörtlich um die Welt. Also auf jeden Fall mal reinschauen, ist auf dem Pinguine YouTube-Kanal zu finden von Dembach Media Works. Was müssen wir sonst noch erzählen heute rund ums Spiel? Ja, wir haben heute ein Jubilar, nämlich mit Roland Verwey, der sein 700. DEL-Spiel heute absolvieren wird. Das ist mit Sicherheit ein tolles Jubiläum, weil das ist auch nicht alltäglich. Zudem gibt es heute ein paar taktische Umstellungen, die der Trainer da heute auch ja, vorgegeben hat. Mark Vokes wird heute nicht dabei sein. Er hat Probleme mit seinem Handgelenk, deswegen wird er also heute nicht mitspielen können. Und ansonsten sind wir mal überrascht, was uns heute hier auf dem Eis erwartet. Und nach dem Warm-up gibt es noch die Pinguine nachgehakt und da gibt es noch eine ganz besondere Ehrung, denn der Titel Spieler des Monats im Dezember ist vergeben worden und der ist jetzt nicht unbedingt aufgrund des Stockpasses, aber verdient an Adam Kutschain gegangen. Ja, die Eishockey News hat wie in jedem Monat den Spieler des Monats gewählt mit der Fachjury und natürlich auch zusammen den Fans. Und da ist eben Adam Kutschain im Monat Dezember als der Spieler des Monats gewählt worden und er wird heute dafür ausgezeichnet von der Eishockey News durch Werner Nilek und das werden wir direkt im Nachgehakt nach dem Warm-up dann durchziehen. Und da sehen wir André Stix dann wieder. Und jetzt gleich beide Mannschaften zum Warm-up auf dem Eis. Die Krefeld-Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings. Wir wünschen euch ein spannendes, schönes und für die Pinguine hoffentlich erfolgreiches Spiel.